dann gibt es jetzt zwei Ziele. Erstens das Lagerhaus zu finden mit dem Generator der NSF. Und als anderes würde ich aber gerne noch den Smuggler finden. Der hat, glaube ich, auch noch tolle Informationen. Jojo shouldn't stick us with guys like Johnny, that ain't cool. Aber vorher noch mal eben kurz die Bar durchsuchen. Hier liegt noch Zeug. Zigaretten. Ah, auch kein Wein. You could at least let your father know you're all right. He knows where I am. You mad at him or something? No, but I don't want him running my life like he runs that cheap hotel. He doesn't do such a bad job. He never got nowhere because he never took chances. That ain't me. I'm gonna do things my way. I think you should be more grateful for what he's done. Let's leave it at that. Okay. Also die Tochter von dem Hotelmann hat sich wohl hier in der Bar verkrochen, um Chancen zu ergreifen. Was immer sie auch damit meint. Naja, sie wird schon wissen, was sie tut. Und der letzte wäre, glaube ich, der Typ. Das ist ja enttäuschend. Der Typ da drüben. Das funktioniert. Ah, okay. Das funktioniert wohl nur nicht, wenn sie direkt auf einem Pulk sind. Oh, da ist, glaube ich, gerade die schwarze Abrein. Ja, ich habe verloren. Joe Green, Reporter. Midnight Sun. Glad to know you. What can you tell me about what's going on there? Sorry, regulations prevent me from talking to the press. Yeah, besser so. Regulations, huh? So you are part of the crackdown. Like I said, I have nothing to say. Too stylish for the National Guard? Too athletic for NYPD? You must be from UNATCO. I really can't be bothered right now. Ich spreche nochmal. But I ask you a few questions. Splendid! I certainly would like to know what an international anti-terrorist organization expects to find in a time like this. Nee, damit verrate ich zu viel. I don't need your help. Then let me ask you a question. What do you think about the summary executions happening on the very streets of New York? I'd call it civil unrest. Let me be more pointed. How does it feel to be ordered to murder civilians just because they support the fastest growing political movement in this nation's history? In a democracy, armed rebellion is criminal, not political. Rebellion, as the Declaration of Independence tells us, is not only our right, but our duty when we have suffered a long train of abuses and usurpations. Schwierig. Schwierig, schwierig. Da geht's raus. Sind wir hier? Ein, zwei Telefone. Ich brauche immer noch keine Zigaretten. Toiletten. Oh, vielleicht gibt's hier ja was. So im oder unter dem Mülleimer. Nein. Ist da jemand? Nein. Liegt da was? Sieht nicht so aus. Sehr vertrauenserweckend, diese Toiletten. Ich möchte den Schmutz mit diesem wunderbar sauberen Mülleimer kontrastieren. Ja, ist denn so. Das sieht doch gut aus. Ja, offen lassen. Damit jeder weiß, da kann man hin. Was ist das? Die Tränke? Oder die Latrine? Oder zum Händewaschen? Mit Wasser? Oh, liegt da was? Nein, ist der Abfluss. Ich will es lieber nicht anfassen und ich will auch gar nicht die Tür zuziehen. Das sieht nicht sehr appetitlich aus. Eine Tür, nur aufgemalt. Keine Waffen erlaubt hinter diesem Punkt, ab hier. Und 150 Fähigkeitspunkte für das Durchsuchen der Bar. Wunderschön. Mal gucken, wie viel habe ich denn? 865, das könnte reichen für Schwimmen, aber ich glaube nicht, dass ich Schwimmen brauche. Damit könnte ich die Panzerung länger einsetzen. Na, ich glaube, ich spare mir die Punkte lieber erstmal zusammen. Für was Größeres. Und jetzt bin ich... Genau, da ist die Klinik. Ein Trooper. Ist der Hintereingang. Oh, noch ein Konto und eine PIN. Schön. Hast du was zu sagen? Nein. Bad shit going down.
Ah, das waren die beiden Typen mit den Granaten und da vorne ist der U-Bahn-Eingang. Da will ich gerade noch mal kurz schauen, was das da oben ist. Kommt man nicht hoch? So, was gibt's denn hier? Offensichtlich ist Tracy denn ein bisschen blöd, Leitern hochzuklettern. Ein Hotelzimmer. Ist das nicht? Das ist doch Pauls Zimmer. Ja, das ist Pauls Zimmer. Da war ich doch schon. Der lässt er einfach. Also, dass man da so einfach hoch kann. Ganz schön unverantwortlich von den Hotelbetreibern, dass die Feuerleiter so tief unten endet, dass man da jederzeit einfach hoch kann. Finde ich ein bisschen problematisch. Ich glaube. Und außerdem, warum führt das ausgerechnet zu diesem einen Raum nur? Wahrscheinlich Spieldesign. Ist da noch irgendwie weiter? Das sieht nicht so aus. Sieht auch nicht aus, als wäre da irgendwas an der Wand. Ups! Rutsch. Ja, da ist nichts. Ist hier sonst irgendwas? Genau, da kam ich gerade hoch. Ansonsten. Nee, ne? Ich muss jetzt aufpassen, ich bin es gewohnt von Minecraft, dass wenn man duckt und zu Kanten geht, dass man da nicht runterfällt. Das ist in diesem Spiel leider nicht der Fall. Das heißt, kann da sich durchaus ganz schön auf die Schnauze legen. Wenn man einfach mal so, ich bin ja geduckt, mal gucken, was da unten so gibt. Und auf einmal kriegt man, ja, gerade habe ich mich wieder geduckt, genau den gleichen Fehler wieder gemacht. Okay. Kanalisation. Dort soll doch. All clear. Dort sollen doch die Moles sein. Also es soll doch Leute geben in der Kanalisation. Andererseits soll es ja auch den Smuggler geben. Den würde ich jetzt gerne noch suchen, bevor ich zu den zum Lagerhaus gehe. Der muss hier in der Nähe der U-Bahn sein. Also. Das hatte ich, glaube ich, schon. Ne. Da geht's rüber zum Lagerhaus. Da ist die Bar. Vielleicht hier? Nein. Nochmal. Da war ich schon am Anfang. Da gibt's. Ach ja, da hinten. Da war doch noch ein Gang. Da war doch noch ein Gang. Den ich am Anfang nicht erforscht. Das sieht doch sehr nach Untergrund aus. Zeitung. Rasterzonengesetze. Polizei konnte dadurch das. Kann aufgrund von dem Gesetz das Stadtgebiet abriegeln. Und Fußgänger ist der Aufenthalt in diesen Zonen untersagt. Oh, wow. Das ist der übliche Zwiespalt zwischen Freiheit und Sicherheit. Oder genauer gesagt, Freiheit und gefühlter Sicherheit. Denn richtige Sicherheit kriegt man ja nicht, wenn man seine Freiheiten aufgibt. Das ist gar kein Untergrund. Hat gar keine Decke. Back off, man. Oh, ein Schloss. Friedlicher 25%. Warum kann ich die eigentlich nicht öffnen? Also, warum kann ich der Tür nicht Schaden machen? Mit der Brechstange. Ich probier's mal damit. Na, da ging sie nicht hoch. Also gut. Mal eben so. Hab ich gerade die Tür eingeschossen statt die Granate? Scheint so. Ich kann die Türen einschießen. Ist ja cool.
Aber sonst gibt es hier nichts. Was habe ich da gerade gefunden? Ich glaube, ein Ladegerät für den Taser. Hm. Auch hier wieder vier Dietriche oder zwei Pistolenschüsse. Cool. Oder geht's vielleicht hier zu dem Smuggler? Oder in den Untergrund? Our files show that the smuggler is whacked out paranoid. Watch for booby traps. And the latest news? Your brother's team hit some resistance. So they're gonna be delayed while we bring in chopper support. Okay, das Team von Paul. Ups. Verzögert sich ein bisschen. Feuerlöscher. Whisky. Nein, Bier. Forty ist, glaube ich, Bier, oder? Was ist Forty? Nein. Ein Whisky. Ich heile mich mal eben nochmal komplett durch. Mit dem ganzen Zeug hier. Ja, das passt so. Jetzt frage ich mich, ob ich den Feuerlöscher vielleicht benutzen kann. Moment, da war gerade ein Schalter. Ach, der macht Licht. Einen Feuerlöscher benutzen kann. Ja, man kann damit den Alarm auslösen. Hui. Blöder Bot. Ups, ich bin fast tot. Ich verbinde mal eben meine Wunden und dann locke ich dich hier nach hinten. Ja, komm rum. Ja, komm her. Okay, jetzt. Schnell durch. Eine Rüstung. Schön. Ein Ladegerät. Brauche ich nicht. Tür. Schnell durch. Und suchen, damit der Bot nicht durchkommt. An dieser Stelle möchte ich bitte den richtigen Speicherstand machen. Um nicht den alten Quicksave zu überschreiben. What do you want? Ah, Smuggler. Why the booby traps? Afraid of something? Just precautions. Against what? Government's been having some kind of crackdown all year. People I know, they've been disappearing. Is that so? Think it's a big joke? Lift up a grate in the street. They got my friend, Ford Chick, in a secret lab next to the sewers. A lab? Okay. In the sewers? Maybe he was taken hostage by the NSF. These guys are pros. Definitely government funded. Interesting. NSF? Maybe I'll take a look. But I think you should have a little more regard for the United States government. If you're serious about going down there and finding Ford, I'll give you a deal on some hardware. Also, you'll need this. Oh, it's the key that can open the sewer manhole. Damit kann ich endlich runter in die Kanalisation. I have a scope that will fit most handguns and rifles for 2200 credits. A bioelectric cell for 800? Nee, das brauche ich nicht. Vielleicht nachher. Vielleicht gibt er mir nachher bessere Preise. Dann würde ich die Zelle nehmen, aber nicht für 800. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es in der Kanalisation unten einen, der mit Ambrosia handelt. Das war, glaube ich, der eine Typ in der Bar angesprochen, mit der Dame. Wollte dann aber spontan nicht verraten, wo er das Zeug herkriegt oder herkriegen will. Für seine Mutter, glaube ich, war das. Und deswegen würde ich da gerne runtergehen, bevor ich in der Quest weitermache. Spiegel. Codetafel 5 Tools für den Spiegel. 5 Tools. Ich habe 10. Das sind die Hälfte meiner Tools. Nein. Das ist mir nicht wert. Ah ja, jetzt habe ich genug. Ich habe den Schocker ja eh nicht mehr, um das irgendwie zu benutzen. Genau. Ja, dann versuche ich jetzt mal an dem Bot vorbeizukommen. Ohne getroffen zu werden wieder. Was ist eigentlich hier drin? Was macht dieser Schalter? Da ist der Bot grün. Immer noch. Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, was dieser Schalter tut. Ich möchte aber... Ui, nein, das ist ein Aufzug. Was macht das hier? Oh, das fährt auch den Aufzug hoch und runter. Ich möchte mal den Aufzug hochnehmen und gucken, wo ich rauskomme. Ich habe das
Gefühl, ich bin da gerade durch den Hintereingang rein, aus Versehen. Genau, Aufzug. Ist hier noch irgendwas? Graffiti, ganz viel. Noch ein Whisky. Noch ein Ladegerät, das ich nicht brauche. Eine Tür. Was ist für den? Bleib ruhig da. Jetzt fahre ich nach runter. Die Tür zum... Yes. Ah, nein. Passwort. Bloodshot. Ah. War ich hier schon? War ich hier schon? Keine Ahnung. Falls nein, habe ich es voll übersehen. Falls ja, habe ich es voll vergessen. Ach ja, richtig. Ich kann ja jetzt in die Kanalisation rein. Da vorne war doch ein Eingang. Moment, aber hier auch. Dann gehe ich doch hier oben rein. Das war doch hier direkt. Genau da. So. Einmal die Waffe wechseln, speichern und rein da in den Untergrund. Aha, Untergrund. Oh, eine Leiter. Sieht jetzt nicht so sehr nach Kanalisation aus. Das ist rot. Die Kanäle sind nicht auf den Karten oder auf den Plänen eingezeichnet. Interessant. Oh, verdammt. Jetzt haben sie mich gesehen. Einmal Entdeckung. Und weiter geht's. Habe ich hier ein Zielfernrohr? Nein. Das Gewehr muss ich nachladen. So, was haben wir da? Dammit. Was hast du für mich? Munition. Was haben die denn für eine Waffe? Sturmgewehr. Okay. Dann trinke ich mal das Zeug. Ich glaube, die brauche ich dann... Schauen wir mal. Erstmal noch das hier futtern. Das Messer brauche ich auf jeden Fall nicht. Und die würde ich gern behalten als lautlose Waffe. Jetzt ist die Frage, wie groß ist das Sturmgewehr? Ist das so wie das hier? Dann müsste ich hier so Platz machen. Nein, kein Platz für Sturmgewehr. So? Ja. Wow. Das kann die... Ah, die Munition ist für das Sturmgewehr. Ja, super. Dann benutze ich das doch gleich mal. Gleich mal ausprobieren. Ich glaube, hier speichere ich nochmal. Da liegt noch einer. Ah, ne, den haben wir schon durchsucht. Gut, da wäre ich fast runtergelaufen. Ein Alarmknopf. Eine Zelle. Und der Typ wollte 800 für. Sicherheitssystem ist online und aktiv. Alle 12 Stunden ein Routinetest. Den Status kann man unter Überwachen mit dem Login MJ12 von dem Passwort. Coup d'état. Ach komm, was soll's. Ah, keine Munition da. Jetzt aber. 30 Schuss, wow. Oh wow, und es schießt immer gleich 5 Kugeln ab. Wenn man einmal abdrückt. Das scheint ja ein bisschen mächtig zu sein. So, geht das hier? MJ12. Coup d'état. Brücke drehen. Aha. Jetzt bei der Sicherheit. Kameras. Aus. Geschütze auf Feinde. Und die Tür entriegelt geschlossen. Sehr gut. Die Brücke ist gedreht. Was kann ich jetzt damit machen? Ah, sie ist hier bei mir. Moment. Im Hintergrund kam gerade eine Thunderbird-Erinnerung. Jetzt kann ich wieder das Spiel steuern. Ich musste den Fokus auf das Spiel wieder legen. Und
indem ich per Tastenkombination die Erinnerung, die aufgeploppt ist, aber nicht angezeigt wurde, minimiert habe. Ah, hier ist eine Leiter. Und da unten sieht's aus wie Kanalisation. Ziemlich eklig. Ach, was soll's. Dafür werde ich ja bezahlt. Oh wow, das haut doch noch ganz gut rein, die Waffe hier, das Sturmgewehr. Die habe ich, ja. Deaktiviert. Fein. Da bin ich nicht runter. Ah, da hinten ist eine Leiter, Treppe. Ich käme da wieder raus, da liegt sogar was. Das habe ich ja zum Glück alles ausgeschaltet. Das Zeug. Jetzt geht's da rein. Ich guck mir mal eben an, was es hier unten gibt. Ach so, ein Napalmkanister. Dampf. Na gut. Dann fülle ich mal eben noch meine Energie auf. Speichere eine Runde. Und ab geht's. Hier muss irgendwo das Ambrosia sein. Hatte ich dafür nicht einen Code? Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige ist, aber ich würde es mal versuchen. Die PIN wird es nicht sein. Code für Lagerhaus 3316. Na, wahrscheinlich nicht. Nein. Aber für zwei Tools. Ach, was soll's. Das mache ich doch. Und das Ganze nochmal. Schön. Pistole in die Hand, nochmal speichern. Wow! Ach so, der konnte nicht reagieren, weil er an der Tür steht. Hat das Ding jetzt gerade rausgebracht, dass die Tür ja gerade zuging? Oder was ist da gerade los? Ich habe keine Ahnung. Mal wegstecken, Gegner wegwerfen. So, 4 Munition, 0 Munition, muss nachgeladen. Nein. Okay, ist schon mal gut. Und auch da habe ich Munition. Die Kamera ist überbrückt. This area is an old water treatment facility. Okay. I wonder what all these paramilitary types are doing down here. Eine alte Wasseraufbereitungsanlage. I would imagine this is where they're holding his friend. Oh, was? Verdammt. Ich dachte, die wären deaktiviert. Kameras, aber dann ist es wohl eine andere Kamera. Nein! Ui, hey, die Waffe ist echt gut. Hab ich noch was zum Heilen dabei? Und Medikit ist halt 75, das lohnt sich doch nicht. Ach, mein eigenes Gas. Raus hier! Geh schon! Einfach nichts klappt gerade. Sag mal, das Gas ist wohl echt eine blöde Idee. Wer hat sich das denn ausgedacht? Wer kommt auf die blöde Idee, hier eine Gasgranate zu werfen? Jetzt mal ehrlich. Kamera. Man kann auch so weit runter gucken. Jetzt habe ich wieder die Erinnerung im Hintergrund. Wie viel Uhr ist denn? Kurz nach 6. Das ist die Erinnerung, das Video freizuschalten. Hier alle Kameras aus, okay. Ich habe tatsächlich die Kameras ausgeschaltet, aber eben nicht in diesem Bereich hier.
am Anfang habe ich die Videos ja eher zufällig oder unregelmäßig freigeschaltet. Und dann habe ich ja irgendwann mir vorgenommen, die regelmäßiger zu veröffentlichen. Und habe mir deswegen eine Erinnerung geschrieben, die seit damals, seit vielen Wochen, mich jeden Tag um 18 Uhr daran erinnert, ein Video freizuschalten. Kaufelager aus 3316. Ah, nur dreistellig, zwei Tools. Mal schauen, vielleicht finde ich ja den Code noch. Kamera ist deaktiviert. Das könnte der Freund von dem Smuggler sein. Aha. Zeug. Reagenzglas. Das ist aber. Ja, okay. Wollte gerade sagen. Ah, man kann das also doch kaputt machen. Ich sehe gerade, wenn man sich ganz hoch lehnt, kann man sogar ein bisschen nach hinten gucken. Das ist sogar ziemlich realistisch, muss ich sagen. Das geht in anderen Shootern aber trotzdem nicht. Da kann man nur genau nach oben gucken. Finde ich gut. You must be Ford Check. Who are you? Smuggler sent me. Who's holding you here? I don't recognize the uniforms of the soldiers. I don't know. They're private security for a biotech company or something. They had me doing antibody work. Corporate security is usually outfitted to fight a ground war. They're doing experiments on people. They don't want anybody finding out. Okay. Make a break for it. I'll protect you. Here I go. Das heißt, wir fliegen jetzt gemeinsam. Moment, ist da noch was? Was? Ach so. Junge, bist du? Da oben. Ja, ich geh mal vor, ne? Das ist aus. Sekundärziel, genau. Bleibst du? Ist der jetzt hochgeklettert oder was hat er jetzt gemacht? Ist der jetzt einfach verschwunden? Na gut. Ziel erreicht. Das ist das Wichtige. Oh, eklige Brühe. Ich kann da runterspringen, ohne zu sterben. Ballistikpanzerung. Im Tutorial hat man so einen schönen Schutzanzug bekommen gegen das Giftwasser. Den habe ich jetzt leider hier nicht. Schade. Das heile ich mal eben noch. Es wäre natürlich schon verlockend, die Kiste da zu holen. Aber. Was liegt denn da? Ach, nix. Nee, das ist mir dann zu gefährlich da unten drin. Ich will jetzt gerade mal schauen, ob es da noch was anderes gibt. Also zumindest gibt es ja noch das, das Codepad mit den zwei Multitools. Und es gibt hier noch Türen und Fässer zu sprengen. Noch eine Codetafel. 3316 war es, oder? Ja, klappt nicht. Dann ist hier noch eine Tür. Okay. Subkubus. Jay Stewart. JS. 1357. 1357. Nein. Achso, das ist das. Aus dem Weg. Und den Namen. Nein, den Namen kann ich mir merken. Ich kopiere das Passwort. Jay Stewart. Jay Stewart. Passwort einfügen. Anmelden. Ihre Bedenken sind unbegründet. Nach Abschluss der ersten Versuchsreihe liegt es in Ihrem Ermessen, ob Sie ihn eliminieren oder nicht. Von WS an den Jay Stewart betrifft der Chemiker. Ah, das war der gerade, den ich gerettet habe. Die
Trainingsausflug. Boah. Zugriffsversuche auf das Daedalus-System. Da sich um Amateure handelt, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Haha. Denkst du. Neukode lautet 2167. Funktioniert den ganzen Komplex. Ah, gut zu wissen. Hauptlieferung. Boah, Chlortest rein. I. 2167. Kann ich mich da reinhacken, um irgendwelche anderen Accounts noch zu sehen? Aha, ja. Achso, nö, ist nur genau das gleiche. Gibt auch nur einen Account. Na gut. 2167. Das sollte hier funktionieren. Moment, aber der andere war ja dreistellig. Mist. Das ist dann doch der Code. Ah, 2167, okay, auch hier. Ist das Wasser oder Boden? Es ist Wasser, aber sauber. Na hin. Das ist dann wohl das, entweder das aufbereitete oder das noch nicht aufbereitete Wasser. Je nachdem, ob sie hier das Wasser wirklich aufbereiten oder die Aufbereitungsanlagen missbrauchen, um das Trinkwasser der Stadt zu verseuchen. 2167. Ne, funktioniert alles nicht. Ich speichere mal und wenn es sich lohnt, dann hole ich mir das Zeug. Und wenn es sich nicht lohnt, dann lade ich eben wieder. Es ist dunkel. Ne, das war mal nicht. Oh, wow. Wow. Ein Raketenwerfer. Ein Medikit. Noch mehr Raketen. Phosphorraketen. Scrambler-Granate, Gasgranate, EMP-Granate. Ah, ist kein Platz für die EMP-Granate. Davon habe ich zwei. Das könnte aber nützlicher werden als so ein Feldstecher. Ich habe den ja schon mal am Anfang ausprobiert und das ist jetzt halt einmal so hell und dann danach, wenn er verbraucht ist, dann halt nicht mehr. Dann ist er weg. Also das hält sich in Grenzen. Jetzt habe ich den Elektroschocker wieder, fällt sehe ich gerade. Okay, den Raketenwerfer hätte ich gerne. Die EMP-Granate hätte ich natürlich auch gerne. Ich könnte jetzt ein Implantat upgraden, um Platz zu schaffen. Andererseits brauche ich das nicht wirklich gerade, weil das einzige Implantat, das ich upgraden könnte, ist das hier und nee, das brauche ich nicht wirklich oft. Was macht die Scrambler-Granate? Breitbandangriff. Störung der Frequenzen aller Bots. Okay. Die Bots attackieren dadurch bis zur Wiederherstellung der Kommandoleitfrequenz ausschließlich andere Bots. Das ist ja praktisch. Ah, ich glaube, die Teile hier, das sind Leuchtfackeln, die brauche ich doch nicht. Ich habe doch das Implantat. Das Taschenlampenmodul. Weg damit. Das Zeug brauche ich auch nicht. Interessiert sich scheinbar eh keiner für. Außer ich selbst. So, jetzt räume ich da mal ein bisschen auf. Die Pistole will ich auf jeden Fall behalten. Ich glaube, die Stealth-Pistole, die brauche ich nicht. Dafür habe ich die Armbrust für den Fall der Fälle. Die würde ich gerne behalten, die beiden. Das würde ich auch gerne behalten. Die Multitools sowieso. Das will ich noch benutzen. Ja, im Prinzip habe ich jetzt alles noch dabei, was ich behalten will. Und das passt immer noch nicht. Wahrscheinlich muss ich noch eine Sache loswerden. Nur was. Ich glaube, die Scrambler-Granate, die ist so speziell gegen Bots, dass, muss nicht unbedingt sein. Wenn so viele Bots gibt es nicht, zur Not habe ich dafür dann immer noch die EMP-Granate. Nein, habe ich nicht. Das, liebe Freunde, ist Kunst. Das kann nicht weg. Die da will ich. Und, ach komm, was soll's.
So oft werde ich von keine Rüstung brauchen, dass ich zwei dabei haben muss. Gut, dann wäre ich jetzt hier drin endlich fertig. Und ich glaube, es gibt aber hier noch mehr zu erforschen hier unten. Ich glaube auch nicht, dass das die Kanalisation ist, weil bei der Kanalisation soll ja auch Ambrosia zu finden sein. Messer, das habe ich vorhin hier weggeworfen. Hier gibt es nichts mehr. Ah, da kann ich ja noch runter. Stimmt. Da kann ich runter. Und... Ne, da komme ich her. Da komme ich her. Da, genau, da war ich schon. Da gibt's nichts. Geht's hier runter? Nein. Dann ist das hier der einzig verbleibende Weg. Aber nein, Moment. Der führt hier nur direkt nach unten. Da will ich hin. Richtig. So. Da will ich hin. Genau. Und ich muss mal kurz Aufnahmepause machen. Ich bin gleich wieder da.